Polizei. Fahren Sie den schönen Volkswagen? Wir haben den nicht in nur blau-metallig? Volkswagen, wir haben auch einen Mercedes. Bitte, guckt nach, ob ihr einen Platten habt, ja? Hinten, glaube ich. Hinten haben wir einen Platten. Leider sind drei Autos durch die Glasscherben durchgefahren. Ja, gucken Einer wir mal davon, nach, ne? Der Volkswagen. Und ich habe rumgefragt, der gehört wohl euch. Das kann sein, ja, ja, ja. Ja. Dann gucken wir mal nach, Die fahren ne? da mit ihren Fahrrädern vorbei. Hin und her und rauf und runter. Schreien, lachen. Und die sollen lernen, dass es nichts für Fahrräder ist. Die sollen sich ja nicht verletzen. Ich bin ja kein Unmensch. Die sollen sich einen platten Reifen holen und lernen. Soll ich meine, dann soll fahren ich die woanders. Eine gute Mitarbeiterin geben? Kommst du mal bitte, das ist ein Fall. Ja. Den kann ich nicht wegstehen. Kommt hier mal einen kleinen Moment. Ja. Hallo. Ist gar keiner dran. Doch. Hallo. Fahren Sie den schönen Volkswagen? Den in Blau-Metallic? Ja. Was für ein Kennzeichen. Nein, nein. Es ist Folgendes passiert. Ja, ich bin Italiener und ich bin temperamentvoll. Ich habe Glasscherben auf die Straße gelegt, damit die Kinder dann nicht mehr spielen. Ich arbeite nachts. Ich will und ich muss am Tag schlafen. Das verstehen Sie doch, oder? Das verstehe ich, ja. Ja. Ja, das verstehe Leider sind ich. Und drei Autos durch die Glasscherben durchgefahren. Einer davon der Volkswagen. Und ich habe rumgefragt, der gehört wohl euch. Okay. Wo, welche Straße soll denn es sein, wo Sie die Glasscherben ausgelegt haben? Nein, nein. Vielleicht Was, nein, verstehen nein. Sie mich nicht. Ich Doch, bin Sie haben Glasscherben hingelegt und da sind Autos Kinder, drüber gefahren. Mensch. Und wissen Sie, was Meine, das ist? Das ist ein Eingriff in den Straßenverkehr, muss sein. Ne? Bestrafung muss sein. Ja, welche Straße ist denn das, wo Sie die Glasscherben ausgelegt haben? Ich sage jetzt besser nichts mehr. Ich weiß, es ist nicht gut, wenn ich Ihren Autoplatten gemacht habe. Wenn Sie Schaden haben, bezahle ich den Schaden. Ich rufe Sie morgen an. Gucken Sie bitte nach den Platten. Dann machen wir Bezahlung, okay? Welche Straße haben Sie denn die Scherben ausgelegt? Mein Name war Bonito. Giovanni, ich wünsche noch einen schönen Tag. Wenn ich Probleme habe, ich melde mich und sage Arrivederci. Bis morgen.